versunkenes Heilwissen alter Kulturen. Werden wir es wiederentdecken? Mittelamerika birgt monumentale Zeugnisse der 3000 Jahre alten Maya-Kultur, deren Rätsel noch längst nicht gelöst sind. Die neu entdeckten Tempel und Gräber im dichten Regenwald, enthalten sie auch Hinweise auf ein vergangenes Wissen? Die Nachfahren der Maya nutzen Arzneipflanzen aus dem Dschungel als wirksame Medizin. Was wussten ihre Vorfahren über heilende Pflanzen? Welche Kenntnisse hatten die Ärzte der Maya-Könige? In alten Texten suchen heute Ethnologen nach Hinweisen, die zur Dschungelapotheke der Gottkönige führen. Botaniker und Pharmakologen spüren in altbekannten Pflanzen medizinische Wirkstoffe auf. Können die oft unscheinbaren Gewächse uns heute helfen? Die 2000 Jahre alte Sonnenpyramide von Teotihuacan. So gewaltig wie nur die Cheops-Pyramide. Heimat der Götter nannte einst ein geheimnisvolles Volk dieses mächtige Bauwerk. Noch heute ist Mittelamerika ein Land vieler unbeantworteter Fragen. Seine frühen Hochkulturen der Maya und Azteken müssen über erstaunliche Fähigkeiten verfügt haben. Von den Azteken wissen wir aber noch mehr. Ihre Leistungen in der Baukunst und Astronomie sind überwältigend. Dieser Stein ist ein exakter Kalender. Er verweist auch auf die Opferkulte ihrer Götter. Wandmalereien in Teotihuacan zeigen darüber hinaus Medizinpflanzen wie Amamalocotl. Sie wächst im flachen, sumpfigen Flussbett. Vermutlich wurde sie bei Fieber und Leberleiden verabreicht. Menschenopfer gehörten zu den blutigen religiösen Bräuchen der Azteken. Auf Opfersteinen schnitten ihre Priesterchirurgen mit Präzision Gefangenen das noch pulsierende Herz aus dem Leib. Das war nur mit ausgezeichneten anatomischen Kenntnissen möglich. Der Aztekenherrscher Montezuma forderte jedes Jahr 10.000 Körbe von einem Getreide namens Amaranth. Daraus buken die Priester Figuren, die sie an das Volk verteilten. Heute wissen wir, Amaranth enthält eine Aminosäure, das wertvolle antibakterielle Lysin. Die Priesterärzte handelten so, als hätten sie Naturwissenschaften studiert. Aus Agaven brauten sie Bier. Frauen nutzten die Droge als Abtreibungsmittel. Kakao galt als Getränk für glückliche Stunden. Forschungen belegen, dass die Kakaobohne Theobromin enthält, das das Wohlbefinden steigert. Sie nutzten auch die Papaya. Die Frucht schmeckt nicht nur gut, sondern ihr Papain schließt auch Wunden. Doch was haben uns die Maya, das geheimnisvollste Volk der neuen Welt, überliefert? Einer der renommiertesten Experten der Maya-Kultur ist Nikolai Grube. Vermutlich hatten die Maya ein ganz profundes Heilwissen. Das ist sehr plausibel. Wir wissen das auf der einen Seite, oder wir können das erschließen durch Analogien mit den modernen Maya, die eben auch über ein sehr ausgeprägtes Heilwissen verfügen. Als die Spanier Amerika entdeckten, stießen sie auf die prachtvollen Reiche der Azteken und der Maya. Die medizinischen Erfahrungen der Azteken wurden von einem Mönch sorgfältig dokumentiert und dem spanischen Kaiser Karl V. vorgelegt.
Das Heilwissen der Maya aber ging vor 500 Jahren fast völlig verloren. Denn auf der Suche nach Gold vernichten die spanischen Konquistadoren alles, was ihnen heidnisch vorkommt. Christliche Mönche tun sich besonders hervor. Unzählige Zeugnisse der Maya-Kultur werden unwiederbringlich zerschlagen und zerstört. Wertvolle Hinweise auf eine hochentwickelte Heilkunde vernichtet. Ein Verlust, dessen Ausmaß man nur erahnen kann. Ein schmaler Dschungelpfad, den sicher schon die Maya genutzt haben, führt von einem Bach den Berghang hinauf. Das unheimliche Geschrei der Brüllaffen begleitet den Bonner Professor auf dem Weg zu einem neu ausgegrabenen Tempel der geheimnisumwitterten Fürstenstadt Palenque. Erst vor kurzem entdeckten Grube und seine Mitarbeiter diesen Altar. Ich würde sagen, es ist wirklich vielleicht die bedeutendste Neuentdeckung auf dem Feld der Maya-Schrift der letzten 20 Jahre. Nicht nur der Kopf eines Adligen fasziniert den Archäologen. Sicherlich befindet sich in dem Bündel ein wertvoller Gegenstand oder wertvolle Gegenstände. Das können vielleicht magische Steine sein, das können vielleicht auch Besitztümer oder Gegenstände von den Vorfahren sein. Es kann sich aber auch um Heilpflanzen handeln, also oder um sakrale Pflanzen, von großer mythologischer Bedeutung oder ritueller Bedeutung. Das wissen wir nicht. Die Schriftzeichen der Maya, die Glyphen, sind für Grube kein Buch mit 7 Siegeln mehr. Er ist einer der ganz wenigen Wissenschaftler, denen es in den letzten Jahren gelungen ist, die Schriftzeichen zu entziffern. Damit gab Grube der Maya-Forschung entscheidende Anstöße. Aus 3000 Einzelstücken haben Wissenschaftler in monatelanger mühseliger Arbeit dieses Relief des Fürsten Pakalkinich zusammengesetzt, der Palenque im 9. Jahrhundert regierte. Die Glyphen berichten von den kriegerischen Erfolgen der Fürsten. Doch über den Alltag der Untertanen oder gar über die Kenntnisse der Ärzte schweigen die steinernen Schriftzeugen. Bis jetzt. Nur sie sind erhalten. Die wertvollen Bücher der Maya dagegen fielen den spanischen Eroberern zwar in die Hände, aber sie bewahrten sie nicht. Der Franziskaner Diego de Landa war Statthalter der Kirche. Der spätere Bischof von Yucatan bestimmte, was mit den Schätzen der Maya geschehen sollte. In der Vorstellungswelt der Maya-Ärzte sind Krankheiten Strafen der Götter. Die Riten der alten Kultur sind für de Landa Teufelswerk. Und die Heilmethoden der Maya ketzerisch. So nutzten die Indianer Mittelamerikas die berauschende Wirkung von Pilzen als Betäubungsmittel, aber auch, um Krieger in Blutrausch und Priester in religiöse Ekstase zu versetzen. Diese seltenen Exemplare aus Stein sind 2200 Jahre alt. Sie deuten auf den zeremoniellen Gebrauch halluzinogener Pilze. Mani auf Yucatan. In diesem Kloster ließ Diego de Landa 1556 ein Massaker anrichten. Es sind Stunden und Tage undenkbarer Grausamkeiten. Kaum vorstellbar ist das Leid der Maya. Es ist auch das Ende einer jahrhundertealten Schrifttradition. Viele Handschriften werden in dieser Nacht hier vor dem Kloster Mani verbrannt. Die heiligen Bücher der Maya, die das gesamte Wissen der Hochkultur in sich bergen. Damit sind auch Aufzeichnungen über die Heilkunde für alle Zeiten vernichtet.
Nur 4 Bücher entgingen dem Feuer. Eines davon gelangte nach Dresden. Grube besitzt eine Kopie. Er erkennt in dem Buch Indizien für ein detailliertes Heilwissen der Maya. Von rätselhaften Göttinnen ist die Rede. Die weiblichen Gottheiten waren für Geburt und Heilung zuständig. Grube hofft auf bisher unbekannte Schriften, die ihm auch etwas über das alltägliche Leben der Maya enthüllen. Denn vieles, was die Forscher bisher über die geheimnisvollen Gottkönige des Regenwaldes wissen, stammt aus den 4 überlieferten Büchern. Lakandonen in ihrer weißen Tracht, die, wie ihre Ahnen als Jäger und Sammler unterwegs sind, führen ihn. Dieses Maya-Volk zählt nur noch einige hundert Menschen. Nikolai Grube ist einer der wenigen Archäologen, für den eine solche Expedition tatsächlich noch alltäglich ist. Ganz selbstverständlich nutzen die Indianer bei Krankheiten Pflanzen aus dem Regenwald, ihrer grünen Apotheke. Dieses Kraut wirkt gegen Bauchschmerzen. Bei Frauen soll es noch eine besondere Wirkung haben. Doch darüber wollen die Männer nicht sprechen. Unterwegs auf dem Usumacinta. Träge zieht der Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko durch historisches Maya-Land. Er ist der längste und wasserreichste Fluss Mittelamerikas. Gefährliche Strömungen erschweren die Reise. Für das alte Volk war dieser Strom eine wichtige Handelsroute. Der dichte Regenwald hat viele Ruinen überwuchert. Was mag in ihm noch verborgen liegen? Yaxchilan. Der Ort der grünen Steine liegt an einer Flussschleife, die eine natürliche Festung bildet. Gegründet wurde die Stadt im 4. Jahrhundert von einem Fürsten mit Namen Penis Jaguar. Der Weg führt hinauf zum Sitz des Königs Schildjaguar. Im Türsturz ist eine Darstellung eingemeißelt. Die Titel des Königs und das Porträt des Königs sehen wir hier. Der König ist in einer tanzenden Position dargestellt und hinter ihm steht eine seiner vielen Frauen und sie hält einen Bündel in der Hand. Und auf dem Bündel kann man 3 Hieroglyphenzeichen erkennen, die zusammengelesen Ikatzi, also Ikatz bedeuten. Das ist das Wort für heiliges Bündel. Und hier stellt sich für uns die Frage, was war in diesem heiligen Bündel drin? Waren das Heilpflanzen? Waren das vielleicht halluzinogene Substanzen oder Kräuter oder andere Dinge? Dass es sich um Heilpflanzen handelt, das liegt insofern nahe, weil die Frau, die wir hier sehen, eine Verkörperung der Mondgöttin war. Die Mondgöttin beeinflusste nach Vorstellung der Maya die Geburt. Sie war eine Gottheit der Frauen und damit vermutlich auch mit der Heilkunst verbunden. Wie viele verwunschene Maya-Stätten wurde auch Yaxchilan erst im 19. Jahrhundert von Forschungsreisenden wiederentdeckt. In romantischen Zeichnungen dokumentierten sie, was sie vorfanden, ihnen aber ein Rätsel blieb. Heute wissen wir, vor über 1000 Jahren wurde diese Stadt aus bislang unbekannten Gründen aufgegeben. 300 Gebäude wurden bisher gefunden. Zeichen des Selbstbewusstseins der Fürsten von Yaxchilan. Der Adel der Maya musste regelmäßig Blutopfer leisten.
Grube betritt ein unterirdisches Labyrinth. Die Blutopfer dürften der Höhepunkt mehrtägiger Rituale gewesen sein. Diese künstliche Unterwelt haben die Maya geschaffen, um den Göttern näher zu sein und den Vorfahren. Hier auf solchen Bänken haben sie sich dann das Blut abgezapft. Das waren dann Opferstätten, die dann dazu dienten, dass hier solche Opferrituale durchgeführt worden sind, wahrscheinlich auch in Zusammenhang mit der Einnahme von Drogen und halluzinogenen Substanzen. Blutopfer haben zu erheblichen Verletzungen geführt. Wie versorgten die Maya-Ärzte anschließend die Wunden ihrer Fürsten? In den Gräbern der Könige wäre vielleicht eine Antwort zu finden. Alte Berichte weisen auf eine Höhle als Fürstengruft hin. Möglich, dass in so trockener Umgebung auch nicht steinerne Zeugnisse der Maya die Zeiten überdauert haben, hofft Grube. Die nahegelegenen Ruinen von Bonampak sind immer noch ein Heiligtum der Lakandonen. Wandmalereien stellen eine kriegerische Welt dar. Lange glaubte man, dass die Maya ein friedliches Volk gewesen seien. Tatsächlich müssen sie oft in einem Blutrausch gelebt haben. Die Bilder erzählen von Schlachten, Morden und Gemetzel. Sie zeigen Gefangene, die zu Ehren der Götter ihre grausame Hinrichtung erwarten. Diese Frau zelebriert das Blutopfer. Sie bohrt sich einen Rochenstachel durch die Zunge. Das Blutopfer wurde mit Hilfe von Rochenstacheln und Obsidiansplittern durchgeführt. Man hat diese Stacheln in das Ohrläppchen, in die Zunge und bei Männern eben in den Penis gestochen und sich dabei schwerste Verletzungen zugeführt. Und die Frage ist natürlich auch, wie der Blutfluss kontrolliert und auch dann wieder gestoppt werden konnte. Heilpflanzen finden sich noch heute unweit der alten Paläste. Hat das medizinische Wissen der alten Priesterärzte in den Gärten der heutigen Maya die Zeiten überdauert? Zurück nach Palenque, eine der verwunschensten und berühmtesten Maya-Siedlungen. Dennoch sind bisher nur der Palast und wenige Tempel ausgegraben. In diesem Palast, fertiggestellt im 8. Jahrhundert, befand sich die Residenz der Könige von Palenque. Eine reiche Stadt. Sitz eines göttlichen Königs, der zahlreiche Vasallen in der Tiefebene beherrschte. Etwa ab dem Jahr 900 verfielen Tempel und Paläste. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts erkundeten europäische Forschungsreisende die überwucherte Stadt. Doch ihnen blieb verborgen, was sich unter einer Steinplatte versteckt, im Tempel der Inschriften befindet. Eine steile Treppe. Sie führt hinab zur Grabkammer von König Pakal. Hinter einer mächtigen, steinernen, dreieckigen Tür befindet sich Pakals Grab. Der größte Sarkophag, der in Amerika je gefunden wurde. Die alten Maya glaubten, dass nach dem Tod eine Reise in die Unterwelt beginnt. Jemand, der starb, war einer, der den Weg betrat. Gemäß ihrem Glauben ließ jeder verstorbene König seinen Reichtum und Wohlstand nicht zurück, sondern er nahm für ihn wichtige Dinge mit ins Jenseits. Grube findet an den Seiten des gewaltigen Sarkophags Abbildungen, die einen Hinweis auf Heilpflanzen geben könnten. Ja, ich glaube, das ist eine personifizierte Pflanze. Ich bin mir nicht ganz klar, was das ist, aber von den Früchten her scheint mir das wie Nanze auszusehen. Doch warum wurde diese Pflanze im ersten Jahrtausend nach Christus hier unten in der Grabpyramide in den Sarkophag des großen Königs Pakal gemeißelt?
War es eine heilige Pflanze der Maya? Womöglich eine Medizinpflanze? Während sich die ersten Forschungsreisenden nur für die eindrucksvollen Paläste interessierten, betrachtet Grube auch die zahlreichen Nebengebäude genau. Wie viel verraten sie über das Alltagsleben der Maya? Welche Mittel standen ihnen zur Verfügung? Wie verhielten sie sich gegenüber Kranken? Gab es medizinische Einrichtungen? Das Bad der Königin in Palenque überrascht. Ein Schwitzbad. Mitten in den schweißtreibend feuchtheißen Tropen eine Sauna? Vermutlich wurden solche Schwitzbäder bei den frühen Kulturen Mesoamerikas für rituelle Handlungen genutzt. Oder wurde der heiße Dampf zur Behandlung von Hautkrankheiten eingesetzt? Es ist möglich, dass solche Schwitzbäder auch eine medizinische Funktion hatten. Es wird diskutiert, ob in solchen Schwitzbädern zum Beispiel Krankheiten wie die Syphilis durch hohe Temperaturen geheilt wurden. Aber das ist in der Diskussion, da wir nicht wissen, wo die Syphilis ihren Ausgang genommen hat. Ob es in der vorspanischen Zeit schon Syphilis gegeben hat oder die Syphilis erst durch die Europäer hier eingeführt worden ist. Eine weitere Spur findet sich auf einer verlassenen Karibikinsel vor der Küste Mexikos. Weitgehend unbekannt ist, dass die Maya auch zur See fuhren. An der Westküste Yucatans liegt die Insel Jaina, eine Insel der Toten. Sie diente in der vorspanischen Zeit über 5 Jahrhunderte als Begräbnisstätte. Berühmt wurde sie wegen der kleinen Terrakotta-Figuren, die die Maya den Toten ins Grab gaben. Einige dieser Figuren haben Deformationen, die von Wissenschaftlern als Hautkrankheiten gedeutet werden. Wenn die Maya die Krankheiten darstellten, mit welchen Methoden, welchen Pflanzen behandelten sie sie? Wir könnten es wissen, wären die heiligen Bücher der Maya nicht vernichtet worden. Die Archäologen allein kommen auf der Jagd nach dem grünen Gold, den Arzneien des Regenwaldes, nicht weiter. Grube trifft sich mit einem pharmazeutischen Biologen und Botaniker. Professor Michael Heinrich ist Spezialist für mesoamerikanische Arzneipflanzen. Jahrelang hat er in Mexiko geforscht. Gemeinsam begutachten sie ein Ornament im Palast von Palenque. Sie sind sicher, dass hier eine Pflanze dargestellt ist. Die Bedeutung ist unklar. Da oben drauf ist das da gewesen war. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie. Also wir würden das pflanzlich gefunden nennen. Aber nicht bestimmbar. Nicht bestimmbar in der Fläche. Ja. Doch mehr ist dem verwitterten Abbild nicht zu entlocken. Ob sie für Heilung von Krankheiten und Wunden genutzt worden ist, lässt sich nicht mehr entziffern. Auch diese Wandmalereien lassen nur Pflanzen erahnen. Mehr nicht. Grube will Heinrich auch die wesentlich ausgeprägteren Darstellungen am Sarkophag zeigen. Die Mayas glaubten, dass die Seelen der Verstorbenen gelegentlich ins Leben zurückkehrten, um den regierenden Fürsten Ratschläge zu geben. Rechts. Ja, hier vorne rechts an die Ecke. Mhm. Und damit du. Okay. Der Botaniker hält die Vermutung, dass es sich bei dem über 1000-jährigen Steinfries um eine Darstellung der Nansche handelt, für durchaus möglich. Was auffällig ist, dass die Früchte so Reste vom Kelchblatt nach an der vorderen Spitze haben. Und das spricht natürlich sehr stark für Nansche. Die Nansche, wissenschaftlich Virsonima crassifolia, ist Heinrich als Heilpflanze bekannt. Auffällig sind die gelben Blüten der Nansche, ein Baum, der bis zu 15 Meter hoch wachsen kann. Rund 30.000 verschiedene Pflanzenarten in Mexiko sind wissenschaftlich erfasst, weitaus mehr als in Europa. Und immer noch werden neue entdeckt.
Für das geübte Auge des Biologen ist der Regenwald ein Kabinett voller interessanter Naturschätze. Zwischen einigen überwucherten alten Stufen die Dorstenia contrajerva. Sie soll bei Schlangenbissen helfen. Doch bisher wurde sie nicht auf Wirkstoffe untersucht. Oft wachsen die Heilpflanzen nicht nur in der Nähe von Ruinen, sondern in unmittelbarer Nähe der Maya-Dörfer. Heinrich hat sich mit einem möglichen Informanten verabredet. Dieser Lacandone ist als Pflanzenkundiger tätig. Eine Methode von Heinrich ist, die Einheimischen zu befragen. Aber der Biologe bleibt dabei skeptisch. Nicht jeder, der sich heute als Pflanzenkundiger ausgibt, verfügt auch über althergebrachtes Wissen. Doch der junge Mann erweist sich als sachkundig. Diese Begonienart, eine Verwandte unserer Zierpflanze, wird nicht nur als Gemüse gegessen, sondern ihre Knollen werden auch als Medizin eingesetzt. Und die Stängel helfen angeblich bei Herzbeschwerden. Tatsächlich konnten in Untersuchungsreihen sehr effektive zelltötende Wirkstoffe isoliert werden. In dem Fall konnten auch wieder sehr stark zytotoxisch, also zelltötend wirkende Inhaltsstoffe isoliert werden, sogenannte Cucurbitazine, die auch an verschiedenen Krebszelllinien getestet worden sind. Nach der mexikanischen Populärmedizin soll es bis zu 5000 Pflanzen geben, die heilende Wirkung haben. Allerdings wurden nur in wenigen Orten im Maya-Land wissenschaftlich exakte Erhebungen durchgeführt. Dabei müssen auch immer die medizinischen Vorstellungen der Maya beachtet werden. Denn viele Heilpflanzen sollen gegen Beschwerden helfen, die kein moderner Arzt kennt. Heinrich besucht einen Heiler. Chemisch hergestellte Arzneimittel sind in Mexiko zwar überall erhältlich, aber für die Einheimischen meist zu teuer. Er wird regelmäßig bei Leiden aller Art konsultiert. Die Heiler haben unterschiedliche Behandlungsmethoden. Einige verbinden pflanzliche Mixturen mit magischen Beschwörungsformeln, andere nutzen ihren Hausgarten als günstige Apotheke. Dieser Heiler verwendet gerne eine amerikanische, von ihm aber mit dem europäischen Namen Arnica bezeichnete Art. Sie unterscheidet sich von der europäischen, sieht ihr aber ähnlich. Auf seine selbstgemixten Augentropfen schwört er. Heinrich fragt nach der Zusammensetzung. Durch die Kenntnisse der weisen Alten ist Heinrich immer wieder auf interessante Pflanzen aufmerksam geworden. Gegen alles sei ein Kraut gewachsen. Traditionell nutzt man bei Durchfall und Magenentzündungen die Früchte der Kaulotte, Guazuma ulmifolia. Heinrichs Untersuchungen ergaben, diese Pflanze könnte eine Heilpflanze der alten Maya gewesen sein. Guazuma ulmifolia ist eine Art, die im Tiefland von Mexiko weit verbreitet ist. Sie heißt auf Spanisch Kaulotte und in zwei Indianersprachen, die wir untersucht haben, Ök bzw. Ökel. Beide Namen deuten darauf hin, dass die Pflanze schon aus der Zeit, als die beiden Sprachen noch sozusagen eine gemeinsame Ursprache darstellten, stammen. Damit haben wir hier ein Beispiel für eine traditionelle Arzneipflanze, da wir sowohl einen gemeinsamen Namen wie auch eine gemeinsame Verwendung, in dem Fall für Durchfall, haben. In den Fruchtkapseln und in der Rinde finden sich Stoffe, die Durchfall hemmen können. Auch dieser Baum, Palo Mulato, wird als Medizin genutzt. Seine aromatische Rinde hilft als Aufguss. Die Art wird hier auch wieder vielfältig verwendet. Hier in dem Gebiet offensichtlich viel als ein Nierenmittel. Ich kenne es vor allem als Fiebermittel, sowohl
als eine rituelle Verwendung, wie auch als eine empirische Verwendung in Form von eines Tees. Bei der rituellen Verwendung umarmen sie den Baum und allein dies soll schon den Körper kühlen. Der Baum ist sehr reich an ätherischem Öl, vor allem die Rinde. Wenn sie dann ein bisschen abkratzen, riechen sie das auch. Ihn interessierende Pflanzen will und darf Heinrich nicht ohne Genehmigung zur Untersuchung in sein Labor nach London schicken. Die Ursprungsländer und vor allem Umweltorganisationen fürchten die sogenannte Biopiraterie, die Ausbeutung ihrer Ressourcen. Sie haben die nicht unberechtigte Sorge, dass große Pharmaunternehmen aus ihren Pflanzen Wirkstoffe isolieren und aus den Schätzen ihrer Artenvielfalt Profit schlagen. Eine schwierige Situation. Viele Länder verfügen nicht über genügend Kapital und Personal zur Analyse ihrer zigtausend einheimischen Heilpflanzen. Und wer hat Anspruch auf das Patent? Die indigenen Gruppen? Die Heiler? Die Staaten? Oder sollte derartiges Wissen nicht universeller Besitz aller Menschen sein? Unter Einhaltung der Auflagen hat Heinrich einige Pflanzen phytochemisch-pharmakologisch auf ihre Inhaltsstoffe hin untersucht. Tatsächlich. Viele der Heilpflanzen aus Mexiko beinhalten Wirkstoffe, die die von den Einheimischen erwarteten Wirkungen auslösen. Antibakterielle und antientzündliche Wirkstoffe sind im Labor isoliert worden. Die Früchte der Kaulotte helfen sogar gegen Cholera. Und die Nansche wirkt deutlich entzündungshemmend. Sanfte Medizin. Aber es gibt auch Heilpflanzen, vor denen gewarnt werden muss. Es kommt immer auf die Dosierung an. Einige der Pflanzen können schon bei geringster Überdosierung den Tod bringen. Auch ohne Hightech kannten die Maya vermutlich schon vor Jahrhunderten die erstaunliche Heilwirkung mancher Pflanze. Sie wussten das grüne Gold ihres Regenwaldes zu schätzen, anders als die Europäer. Wenn es schriftliche Überlieferungen gab, dann sind sie in den Landesfeuer von Mani oder an anderen Orten verbrannt. Eine Schandtat, die schon im 16. Jahrhundert erkannt wurde. De Landa wurde angeklagt. Man rief ihn nach Spanien zurück. Während er auf seinen Prozess wartete, wurde sogar ihm klar, dass er wertvolles Wissen vernichtet hatte. Zu seiner Verteidigung schrieb er einen Bericht. Über Jahrhunderte blieben auch diese Aufzeichnungen verschollen. Erst 1862 wird in Madrid eine Abschrift wieder entdeckt. Darin finden sich zwar Hinweise auf das Heilwissen der Maya, doch die Pflanzen sind nicht wissenschaftlich korrekt gezeichnet. In anderen Regionen Mexikos waren Mönche sorgfältiger bemüht, das Wissen der indianischen Völker zu bewahren. Sie zeichneten schon im 16. Jahrhundert genaue, farbige Pflanzendarstellungen. Die Spanier vertrieben in der frühen Kolonialzeit die Nachfahren des Adels und der Maya-Ärzte aus den Städten. Da Aufzeichnungen im feuchtschwülen Klima schnell vermoderten, gaben die Nachfahren ihr Wissen mündlich von Generation zu Generation weiter. Der Hamburger Sprachforscher Professor Ortwin Smailus ist oft im Dschungel von Quintana Roo auf Yucatan unterwegs. Er spricht perfekt Maya. In alten Schriften sucht er nach Hinweisen auf die medizinischen Kenntnisse der Maya und hält engen Kontakt zu den einheimischen Heilkundigen. Jetzt ist er zum alten Heiler Amundio unterwegs.
Übernachten im Dschungel ist am sichersten in Hängematten. Sie bieten Schutz vor Schlangen. Am nächsten Morgen. Viele Maya-Dörfer sind nur über Feldwege mit der Außenwelt verbunden. Hier hat sich gelegentlich noch altes Heilwissen durch mündliche Überlieferung erhalten. In vielen Hütten wird hier noch heute gelebt und gekocht wie vor Jahrhunderten. Dorfleben, nur wenige Fahrstunden vom Massentourismus am Strand entfernt. Smilus zeigt dem Heiler von ihm übersetzte Schriften aus dem 16. Jahrhundert. Sie wurden von Mönchen nach dem Massaker von Mani verfasst. Nicht zum ersten Mal kann der alte Mann dem Professor bei der Übersetzung der Texte helfen. Offenbar waren die Mayas immer sehr große Mediziner. In den Schriften, die wir seit der spanischen Eroberung haben, über Yucatan, entweder in Spanisch geschrieben oder vor allem in Maya geschrieben, ist ein großer Anteil solche Texte, die sich mit der Medizin beschäftigen. Während das Kochen Sache der Frauen ist, ist die Zubereitung von Medizin Aufgabe Amundius. Etwas Ruß oder Dreck vom Dachbalken, Zitronengras und einige andere uns unbekannte Zutaten. Ein Rezept von Amundio. Das wird ein Mittel gegen Husten. Es braucht oft Jahre behutsamen Kontakts, bis Heiler ihre medizinischen Kenntnisse offenbaren, wenn sie es überhaupt tun. Wissenschaftler müssen immer wieder die alten Männer besuchen, bis diese Vertrauen fassen. Doch die hoffen darauf, dass Forscher wie Ortwin Smilus das mündlich überlieferte Heilwissen aufzeichnen und somit bewahren. Ihre Kinder scheuen längst diese Mühe. Die Gärten in den abgelegenen Maya-Dörfern sind die reinsten Apotheken. Mayorga pedilantus titimaloides, das Rückgrat des Teufels, ist giftig, wird aber gegen Kopfschmerzen verwendet. Eine andere Pflanze soll sogar Krebserkrankungen vorbeugen. Doch die zugesprochenen Wirkungen sind nur in den seltensten Fällen wissenschaftlich belegt. Skanan, Hamelia patens. Maya empfehlen diese Pflanzen für Bäder, die gegen Hauttumore helfen sollen. Amundio will uns einen Baum zeigen, dessen Rinde und Blätter er als Medizin verwendet. Und tatsächlich, er weist auf eine Nansche. Die Blüte dieses Baumes ist auch am Sarkophag in der Gruft des großen Königs Pakal von Palenque abgebildet. Keine Rezeptpflicht für den Medizinbaum. Keine Gebühren, keine Kosten. Die Medizin vom Dorfbaum gibt es umsonst. Es ist nicht nur eine Nahrungspflanze, sondern ihre Blätter dienen dazu, als Aufguss verwendet zu werden. Entweder wenn es äußerlich verwendet wird gegen Juckreiz oder wenn es getrunken wird eben gegen Erkältungskrankheiten. Amundio will uns noch eine andere Pflanze zeigen. Aber die wächst nur abseits aller Wege. Giftschlangen gibt es hier mehr als genug. Diese Medizinpflanze, behauptet Amundio, haben schon seine Urahnen verwendet. Es ist Shambalhau, Dorstenia contra Yerva,
die Pflanze gegen Schlangengifte. Smilus kennt sie aus alten Schriften. Man kann sie aber auch als Mittel bei Erbrechen geben oder, pulverisiert in Verbindung mit Guaco und anderen Arzneipflanzen, bei Magenschmerzen, meint Amundio. Er habe sie schon oft angewandt. Es sei ein bewährtes Mittel. Zeigen solche Pflanzen auch in der Laboruntersuchung wirksame Inhaltsstoffe? Informationen über 900 gebräuchliche Heilpflanzen haben Heinrich und seine Mitarbeiter in Mexiko bisher erfassen können. Nach und nach sind sie dabei, die Pflanzen zu analysieren. Es wird noch viele Anstrengungen der Forscher kosten, bis alle auf ihre Wirksamkeit hin untersucht sind. Erste Ergebnisse beweisen, die Heilkunst der Maya hält der Überprüfung durch wissenschaftliche Methoden stand. Ich bin mir sicher, dass die historischen Maya Arzneipflanzen hatten, die, wenn man sie mit modernen wissenschaftlichen Methoden untersuchen würde, interessante pharmakologische Wirkungen zeigen. Die Heilkraft der Nansche lässt sich im Labor belegen. Vieles spricht dafür, dass sie eine jener Pflanzen ist, die von den Ärzten der Maya-Könige eingesetzt wurden. Orange and yellow flower. The Spanish name is Nansche and it's a diarrhea treatment. Erstaunlicherweise kannten sie nicht nur die Maya, sondern auch andere frühe Kulturen Mittelamerikas. Wie wendeten die Maya und andere Völker ihre Arzneipflanzen an? Das ist nur eine der vielen Fragen, welche die Maya-Forscher zu beantworten haben. Noch liegt das verschollene Heilwissen der Maya weitgehend im Verborgenen. Sicherlich hatten die Maya umfangreiche und sehr profunde Kenntnisse ihrer Umwelt und damit auch der Pflanzen und der Wirkstoffe in den Pflanzen, der Wirksamkeit der Pflanzen und wussten auch, die wichtigen tropischen Krankheiten zu heilen oder zu behandeln. Die Priesterärzte der Gottkönige wussten ihre Dschungelapotheke zu nutzen. Heilwissen, das Jahrhunderte verschollen war. Heute versuchen Forscher, das verlorene Wissen wieder zu rekonstruieren. Es ist noch ein langer Weg von der Analyse zum für uns alle verfügbaren Medikament.